Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead Space, das Remake auf der PS5. Es war gerade sehr stressig. Wir haben wieder diesen komischen Jäger viel zu nah an uns dran gehabt. Wir haben es aber geschafft zu entkommen und müssen jetzt einfach wieder zurück zur Monorail-Station. Und das machen wir. Wir gucken mal, ich hoffe, Nicole schafft es. Wir haben sie ja gesehen. Hier passiert einfach so viel. Ich bin ein bisschen überfordert. Oh nee, das ist der. Warte. Stopp. Wohin? Da. Wir laufen jetzt einfach. Wir gehen in diesen Aufzug. Mach die Tür zu. Wir müssen nach oben. Tschüss. Oh, der kann uns jetzt nicht folgen, oder? Der kann uns jetzt nicht folgen. Er ist wohl weg. Aber sicher bin ich nicht. Das System spielt wieder verrückt. Oh, ich sehe wieder Kamerastörungen. Sehe, wie mein Bruder aussieht. Oh nein. Er winkt mir zu. Gruselig. Wenigstens ist der Sender unterwegs. Ich richte mal die... Warte. Array-Empfänger reagiert nicht? Scheiße. Die Kommunikation. Wir haben sie nie repariert. Es lag wohl doch nicht am Encoder. Hoffentlich waren die 48 Stunden auch falsch geschätzt. Ohne Kommunikation keine Rettung. Nimm die Monorail zur Brücke. Ich öffne die Tür zum Kommunikationsraum. Guck du, was mit dem Array passiert. Und keine Sorge wegen Nicole. Wie Hammond sagt, sie wird das richtig. Ich hoffe es so sehr. Bevor wir jetzt hier rausgehen, wie sieht mein Inventar aus? 6 Schuss. Ja. Der Rest ist so ziemlich mech. Mech. Wir laden die nach. Und hoffen, dass wir dann doch noch ein bisschen mehr Muni finden. Warum seid ihr ekelhaft? Ist es tot? Oh Gott, bitte. Hör doch auf! Ihr lasst nicht mal was fallen. Ihr seid Arschlöcher. Die lassen nichts fallen. Wir müssen da rein, ne? Okay. Wir speichern noch mal. Weil ich ein Schisser bin. Ich hab Angst. Okay, hier war was für uns. Genau, da kamen wir vorhin nicht ran. Wir haben einen Shop noch hier, genau. Da verkaufen wir jetzt erstmal das Ding, was wir gefunden haben. Für 3000. Nicht so viel. Ich weiß nicht, ob sich hier jetzt gerade irgendwas lohnt. Och, wir haben nichts mehr an Heilung. Okay, warte, es lohnt sich doch was. Wir nehmen uns eine Heilung mit. So ein Mist. So, was ist hier drin? Credits. Ey, gibst du mir die bitte? Hallo? 1800, ist gut. Nicht so viel, wie wir gerade ausgegeben haben, aber besser als nichts. So, hier war jetzt nichts mehr. Noch eine Bank. Hatten wir noch einen Knoten? 2 Stück sogar. Erstmal Anzug. Was ist das hier? Okay, diese Wurfschaden. Wenn ich das mal benutzen würde, ne? Egal, ich will meinen Anzug verbessern. Dann gehen wir das nächste Mal nochmal auf Leben. Also ich denke, den Anzug kriegen wir aufgewertet komplett. Gut. Hatten wir gespeichert? Egal. Wir tun es nochmal. Und dann geht's weiter. Bis zum Monorail ist es jetzt aber ein Stückchen, oder? Oder? Ich glaube schon. Ich würde halt echt gerne mehr Munition finden. Müssen immer noch. Warte, können wir jetzt da lang? Nee, ne? Nee, das war Master-Gedöns, was wir da gebraucht haben. Hier ist sonst auch nichts mehr. Doch, das. Freigabe bestätigt. Wir haben halt auch keine Muni mehr, ne? Dafür, warte. wir können halt nichts
besseres Ausrüsten. Nope, nope. Wir hätten im Shop noch mal gucken können, ob wir jetzt noch irgendwas Brauchbares doch im Lager haben. Vielleicht brauchen wir doch eigentlich so ziemlich alles aus dem Lager bei uns, dass wir das jetzt hier geschissen kriegen. Nee, ich will den Knoten noch nicht kaufen. Guck mal, hier haben wir Flammenwerfer. Haben wir den dabei? Anscheinend. Okay. Ja, der hat jetzt richtig gut Muni. Der bringt uns halt. Ja, es bringt uns jetzt erstmal ein bisschen was. So, da haben wir nur noch einen Schuss. Den werden wir benutzen. Und dann müssen wir wechseln auf was anderes. Oh. Puh. Okay. Okay, wir haben Kapitel 7 abgeschlossen. Auf nach Kapitel 8. Suchen und retten. Okay. Eieiei. Schön wieder hier zu sein. Mal gucken, ob diesmal alles glatt läuft. Ganz nach hinten dürfen wir wieder. Wünschen wir uns mal Glück, dass das funktioniert. Dass wir nicht zwischendrin stecken bleiben. Irgendwann muss es passieren. Ich rechne fest damit, dass wir irgendwo nicht hinkommen, wo wir hinwollen. Das wäre zu schön in solchen Spielen, wenn das immer klappen würde. Oh, ja. Ich hab's gewusst. So eine Scheiße. Ach man, so eine Scheiße. Was passiert denn hier gerade? Nichts Gutes. Hallo? Oh, oh, okay. Okay. Wir dürfen doch weiterfahren. Ich dachte, das ist jetzt die Endstation. Gott sei Dank nicht. Okay, wir haben es geschafft. Wir sind da, wo wir hinwollen. Eieiei, okay. Geschafft! Ham, Isaac, ein Schiff kommt gerade an. Was? Die USM Valor, die haben sicher unser SOS gehört. So schnell? Was macht ein Militärschiff hier draußen? Patrouille vielleicht. Egal, ich würde mich jetzt sogar von Piraten retten lassen. Ja, das glaube ich. Zum Kommunikationsraum. Sobald das Array repariert ist, bekommen wir schon unsere Antworten. Ach, das wirkt alles gerade zu schön, um wahr zu sein. Das ist so alles hier. Nee. Ich weiß schon wieder gar nicht, wo wir jetzt eigentlich sind. Aber wir sind Kapitel 8. Suchen und retten klingt ja schon langsam nach Ende, oder? Gucken wir mal. Ist hier noch irgendwas gewesen für uns? Stufe 3, Stufe 3. Nö, sieht alles gelootet aus. Spannend. Ich dachte, überall gäbe es eigentlich quasi noch was für uns. Was wir aufsammeln können. Shop brauchen wir nicht. Mach auf. Okay, wir sind wieder hier. Okay, wir müssen einfach in den Aufzug. Einfach. Mist, Kacke. Oh, Mist, Kacke. Oh, Mist, Kacke. Lasst mich. Das ist. Oh, Kacke.
Kacke. Das ist alles Kacke, Mann. Mir geht halt alles aus, ne? Schon wieder mal. Es ist ja nicht so, als würde ich mir hier alles mühevoll zusammenrufen. Geh weg von mir. Deine Mama. Was ist? Bitte sag mir, dass es das war. Oh Gott. Eieieiei. Ich habe quasi gar kein Leben mehr. Hab ich denn noch Heilung? Nö. Zwei kleine. Die haben uns jetzt super viel gebracht. Schon wieder. In der lokalen Kommunikation gibt's Rückkopplungen. Wenn sich das vom Kommunikationsarray ausbreitet. Nein, das ist es nicht. Also, die Tür zum Kommunikationsraum ist offen. Du kannst zur Kontrollstation gehen. Und Isaac, pass auf, was du sagst. Ich glaube, jemand hört zu. Shitboy. Oh no! Oh no! Gut. Bitte gib mir jetzt hier irgendwas Brauchbares. Freigabe bestätigt. Freigabe bestätigt. Ist nicht so geil, wie ich mir erhofft hatte. Absolut nicht. Okay, einmal heilen können wir noch. Machen wir, dann sind wir voll. War hier nicht noch irgendwo eine zweite Tür, die hier... War hier noch irgendwas drin? Hier ist noch eine Bank. Haben wir einen Knoten? Nee, ne? Nee. Gut. Kein Knoten. Kein Knoten. Hier ist auch nichts mehr zum Looten sonst. Oh. Ich schätze so gern Heilung, gell? Ihr glaubt es mir gar nicht, wie gern ich Heilung hätte. Ich habe richtig Angst, dass ich am Ende voll gelitten habe. Ohne Heilung. Das wäre absolut uncool. Ich hoffe, ich krieg noch super viele Credits zusammen. Damit ich mir ganz viel Heilung und Munition und alles kaufen kann. Nicht, dass ich mich dann da festsetze und irgendwie das Ende nicht geschissen krieg. Weil es mir an allem einfach fehlt dann am Ende. Das wäre so tragisch. Absolut. Oh. So langsam mache ich mir Sorgen. Ich hoffe wirklich, wir kriegen noch so ein richtig fettes Lager, wo wir uns einfach vollstopfen können. Mit ganz viel Zeug, was wir brauchen. Ich wünsche es mir so sehr. Das machen wir nochmal. Das auch. Das schneidet auch. Ups. Gib mir das wieder. Die Musik gefällt mir auch schon wieder super gut hier. Okay, nochmal speichern. Gut. Wir nehmen alles mit. Wir nehmen alles mit. Ich kacke über einfach. 9 Stunden. Wie schnell diese Zeit umgeht hier in diesem Spiel, weil es absolut stressig ist. Okay, wir müssen da um die Ecke. Ich gucke jetzt aber nochmal. Ob wir jetzt hier noch was für uns haben, wo wir vorher nicht dran gekommen sind. Ja. Haben wir. Okay, was zum Verkaufen. Ja gut, Stase haben wir. Oh ja. Gut, dass ich hier war jetzt. Ist jetzt nicht genau das, was ich mir erhofft habe, aber hey. Besser als nix. Pausenraum? War hier noch was? Nee, das war dieser weirde Ort. Okay. Hier.
ich nicht irgendwie nur so eine Bombe irgendwo rumfliegen? Ach komm schon. Kommt schon. Das hat. Das hat geklappt, oder? Nee. Wieso, wieso, wieso? Jetzt. Jetzt. Jetzt hat's. Okay. Okay, okay, okay. Wir müssen da lang. Hier waren wir dann auch schon. Wie wir schon wieder alles verballert haben wegen den Dingern da. Nee, 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 nee. Da haben wir nichts mehr. Wir tauschen das gegen das Ding. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Das haben wir halbwegs hinbekommen. Da müssen wir rein. War hier noch was? War hier noch? Sieht nicht so aus, als könnten wir da jetzt lang. Ich möchte aber vielleicht nur so ein bisschen Platz machen. Falls wir da nochmal lang müssen. Nicht, dass wir da irgendwie aufgehalten werden oder so. Man weiß es ja nicht. Man weiß es ja nicht. Okay, da geht's lang. Waren wir hier schon mal? Kommunikationsarray offline. Ein Reparaturtechniker wurde informiert. Wir waren hier noch nicht. Oh, ein Rig und ein Audiolog. Logbuch des Kommunikationsraums. Kommunikationsoffizier Bailey hier. Ich möchte das festhalten. Das Schiff wird angegriffen, aber Captain Mathias weigert sich, einen Notruf abzusetzen. Und wir alle wissen warum. Diese ganze Angelegenheit ist illegal. Ecke 7 war abgeschottet. Sie wussten es, wir wussten es. Und sie haben nichts gesagt. Das ist jetzt vorbei. Mayday, Mayday, Mayday. Hier ist die USG Ishimura. Wir brauchen... Moment. Verfluchte Scheiße. Verdammt. Er hat das ganze Kommunikationsarray offline genommen. Es ist vorbei. Eieiei, war er vorbereitet? Hast du jetzt hier Mega-Zugang? Nö, keine Ahnung. Ich hätte gern Heilung. Hast du Heilung? Du siehst nicht so aus, als hättest du was für mich. So, ist jetzt hier noch irgendwas? Ist jetzt hier irgendwas? Können wir hier irgendwas looten? Hier ist was? Sivana befindet sich in Warteposition. Was macht die Kommunikation? Hinüber. Niemand hat wohl die Parabolantennen kurz geschlossen. Also sind wir am Arsch. Nein, das war schlampig gemacht. Ein paar funktionieren noch. Wenn ich einen neuen lückenlosen Schaltkreis baue, können wir ein Signal senden. Kurze Reichweite zwar, aber es müsste gehen. Okay, los. Ich behalte hier alles im Blick. Der hat auch für alles eine Lösung, ne? Einfach der krasseste aller krassesten Dudes. Haben wir das schon geguckt? Nee, ne? Nicht gesendete Nachricht aus dem Array-Speicher abgerufen. Fortschrittsbericht, Captain Benjamin Mathias am Paragon Jordan Luna. Dies ist meine letzte Übertragung. Danach sorge ich dafür, dass wir unsere Pilgerreise ungestört fortsetzen. Wir haben den heiligen Marker erfolgreich an Bord gebracht. Dr. Kane, Experte für den ursprünglichen Marker, entschlüsselt seine Geheimnisse. Es tut mir leid, dass ich Ege 7 unter Quarantäne gestellt habe. Die Arbeit von Direktor Eckhart wurde dadurch gestört, aber sie leiden unter einer Art Epidemie. Wie dem auch sei, der planetare Abbau beginnt morgen wie geplant. Die CEC kann ihre illegalen Aktivitäten einstellen. Der wahre Preis gehört jetzt uns. Mal sehen, wie Irvkov das vertuschen will. Ordnen sei gepriesen. Mathias Ende.
Wir können hier rein. Freigabe bestätigt. Okay, wir müssen da durch die Tür, das ist gut. So, gib mir guten... Oh, okay. Nehme ich auch. Shop in der Nähe wäre noch super. Gut, das ist alles für diese ganzen... Hätte die mal aufgewertet, ne? Es fällt mir wieder früh ein. So, wir lassen es so. Wir gehen weiter. Und wir gehen weiter. Oh Mama. Oh Kacke. Oh Kacke, Mann. Ich sehe dich. Das ist wichtig. Gib mir das. Auch wichtig. Baby. Hast du? Da oben ist noch was. Credits. Da war doch jetzt noch irgendwas, oder? Da. Okay. So, was müssen wir denn jetzt tun? Na, wenn ich das jetzt mal rauskriegen würde, ne? Ich bin doch so ein bisschen peilerisch hier. Was muss ich hier eigentlich tun? Sieht aus, als bräuchten wir hier... Da ist noch was für uns. Mal die ganzen Sachen rausnehmen, ne? Oder? Ich habe keine Ahnung. Das da ist noch gut. Ich pack das mal dahin. Passt du da rein? Sieht nicht aus, als bringt mir das gerade was. Da unten ist auch noch eins, was ganz ist. Das ist kaputt. Oh, hier sollst du halt mal wirklich den Überblick behalten, oder was? Ich glaube nicht. Mir wird schwindelig. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Würde ich behaupten. Wo ist denn jetzt? Da ist noch eins kaputt. So. Das muss wahrscheinlich komplett wieder laufen, ne? So, das ist jetzt da. Wo sind denn noch funktionierende? Oi. Ich gehe kaputt, wirklich. Das ist noch. Ach, stell dich mal kurz hier ab, bitte. So. Ich habe halt keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Muss das jetzt komplett. Oder muss das nur zur Mitte kommen? Ja, das wäre ja zu einfach wahrscheinlich, oder? Gibt's. Ich möchte das hier mal nehmen. Kann man das da reinpacken? Das sieht irgendwie auch falsch aus, gar. Ja, klar ist das falsch. Ja, okay, das habe ich jetzt verstanden, warum das falsch ist. So ein Eckteil. Wieso kann ich hier nicht laufen anständig?
Ach du heilige Kaka. Ach du heilige Kaka. Es ist so schwierig. Wieso ist das so schwierig? Also wir versuchen jetzt einfach mal von da aus zu gehen. So, da brauchen wir jetzt mal so eins, oder? Wir nehmen das mal. Und packen das mal dahin. Nein? Doch, oder? Okay, okay, okay. So, dann brauchen wir eins. So eins. Wir nehmen das. Kommt bitte zu mir und wir packen das da rein. Keine Ahnung, ob das hier richtig ist. Es fällt mir absolut schwer, hier durchzublicken. So, theopraktisch müssen wir jetzt nur noch eins hinbekommen. Wir nehmen mal das da. Wir nehmen mal das. Oh Gott, oh Gott. Orientierung. Orientierung. So. Wir hatten hier noch das da hinten. Wir sind ein bisschen zu weit weg. Komm her. So, du kommst mal da rein. Und jetzt. Das passt aber nicht, oder? Oh Gott, ich muss kurz nach unten oder so, warte. Wo ist unten? Wo ist unten? Nee. Da ist unten, oder? Oh, gut. Wir haben es jetzt bis dahin geschafft. Da ist es jetzt. Wir brauchen quasi ein... Wir haben halt so ein Teil nicht mehr, ne? Irgendwo haben wir einen Fehler drin. Wir brauchen... Nein, gar nicht. Oh mein Gott. Es hing da einfach noch. Da müssen wir hin. Wir können es schaffen. Ich glaube so fest an uns, dass wir das hinbekommen. Ja. Oh Gott. Holy shit. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das hinbekomme. Versuch, einen Kanal zu Werner zu öffnen. Ach du Kacke. Mein Hirn ist am Rauchen. Absolut. Uiuiui. Schwerelosigkeit deaktiviert. Das hat besser geklappt, als ich erwartet habe. War hier ein Speicherpunkt? Nee, ne? Nee. War hier ein Speicherpunkt? Hallo? Tag? Speicherpunkt? Nee, ne? Nee, nee, nee. Ah. Oh ja, Gott sei Dank. In meine Vene mit dem Speicherpunkt. Puh. Okay. Wir müssen jetzt genau dahin. Oh, oi, 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 oi. Do it. The fuck? Hier ist die USM Valor. Dies ist eine Antwort auf das SOS-Signal der USG Shimura. Wir senden auf allen Frequenzen. Wir haben Ihre Rettungskapsel Nummer 47 aufgenommen und sind auf dem Weg zu Ihrer Position. Diese Nachricht wird alle 30 Sekunden wiederholt, bis Sie antworten. Rettungskapsel? Mhm. Scheiße, Hammond hatte sie abgeworfen. Da war Chen. Diese Kreatur war da drin. Mistkacke. Nein, 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 nein. USM Valor, kommen! Kommen, Valor! Ah, oh, das Signal ist nicht stark genug. Können wir die Langstreckenantenne benutzen? Nein, irgendwas blockiert die Drucktüren über dem Kommunikationsarray. Scheiße. Man kann sie im Wartungsraum manuell öffnen. Ich gehe. Versuch sie weiter zu erreichen. Das war ja irgendwo klar, dass sowas passiert, oder? Ach, das ist aber auch ein Pech. Das ist aber auch ein Pech. Unfassbar. Das ist ein ganz großer Scheißhaufen hier, wirklich. Da hätte ich auch keinen Bock mehr. Oh, hier ist noch ein
Den haben wir gar nicht gesehen, oder? Hauen Sie ab. Fallen Sie doch mal um jetzt. Meine Güte. Okay, okay, okay. Wir gehen da rein. Bitte, 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 gib mir ganz viel cooles Zeug. Okay, das nehmen wir. Es wäre schön, wenn es ein bisschen bessere... ein bisschen bessere Heilung gewesen wäre. Das war's. Ach. War jetzt nicht so berauschend. Also dafür, dass es Stufe 3 war, war das schon ein bisschen billig jetzt. Aber da müssen wir jetzt lang, ne? Gut. Au. Lasst mich durch. Gut, dass ich das eben schon gemacht habe. Müssen wir Gondel fahren. Knoten für uns. Sehr gut. Wir kriegen den Anzug bald erledigt. Ach ja. Hallo, Peng. Ist hier noch was? Müssen wir? Wir müssen... Was? Stop it. Ja, wir müssen hier lang, ne? Ich guck nur gerade. Ja, hier ist nichts mehr. Gut, 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 gut. Auf geht's. Boah, ist das ekelhaft. Aber hier passiert hoffentlich nichts. Hier gibt's nicht wirklich viel Platz, das, was passiert. Oh, da liegt was. Da liegt was. Ah, oh, wundervoll. Oh, wundervoll. Oh, oh, wundervoll. Ist das ein Textlog? Persönliches Logbuch E. Bailey, erster Kommunikationsoffizier, unser Besucher. Es ist wieder passiert. Das dritte Mal in den letzten, wie lange auch immer. Ich kam nach der Schicht rein und Rousseau war wieder am Sender. Xier sah furchtbar aus. Ich weiß nicht, ob Xier seit dem letzten Mal, als ich Xier hier erwischte, überhaupt geschlafen hat. Nicht gerade beruhigend. Rousseau hat mich nicht kommen hören, also habe ich diesmal nur gelauscht. Xier unterhielt sich wieder mit der Kommunikationsstaffel. Xier redete und hörte zu. Dann lachte Xier sogar. Gott, wie lange ist es her, dass jemand auf diesem verdammten Schiff gelacht hat? Ich weiß, ich sollte im Maschinenraum Bescheid sagen. Ich habe Rousseau schon mehrmals gesagt, dass wir keine Kommunikationsstaffel haben. Dass die Anlage irreparabel kaputt ist. Dass niemand kommen wird, um uns zu retten. Und Xier hört mir zu, aber es ist, als würden die Gedanken einfach wieder aus Xiesem Kopf verschwinden. Als ob es zu viel wäre. Ich verstehe das. Alles auf diesem Schiff ist zu viel. Diesmal lasse ich Xier also einfach reden. Wenn ein kaputter Sender und ein Mikrofon voller Rauschen Xier hilft, vielleicht sogar dabei, das Schiff ein wenig länger am Laufen zu halten, wer bin ich darüber zu urteilen? Und ja, vielleicht habe ich selbst ein- oder zweimal nach Feierabend den Sender benutzt. Für alle Fälle. Wie heißt es in diesem Gedicht? Hoffnung singt Lieder ohne Worte aufs Neue unentwegt. Okay, das war eine sehr komische... ein komischer Lock. So, wir machen den Anzug besser, weil ich Bock dazu habe. Nämlich genau das da. Das können wir dann auch noch machen. Ja, ich würde jetzt einfach alles in den Anzug ballern. Wobei, nein. Nein, den Rest, den ich bekomme, baller ich in Waffen. Auf jeden Fall. Es muss sein. So, dann geht's jetzt mal zur Antenne. Antenne, Schmantenne. Oh no. Und der... Oh, ey, der schlendert aber gechillt hier lang. Hi. Du siehst super aus. Ah, no, no. Haus kaputt. Es ist ekelhaft. Ich hasse die, ich hasse die, ich hasse die, ich hasse die. Oh. Wo geht's lang? Da lang. Gibt's hier noch was für mich? Ja, ja, ja. Holy shit, I love it. Noch mehr Munition, Credits. Wir gucken gleich, das ist bestimmt ein Schemata. Ein Shop. Munition. Waffen-Upgrade. Plasma-Cutter-Upgrade. Wenn ich doch genug Munition für das Ding hätte. Okay, wir haben wir es zu verkaufen. 2000. Ach, 10.000 aber noch. Ja!
Ja, ja, ja. Okay, das ist gut. Wir sparen das. Wir sparen das. Das ist richtig nice. Wir haben 18 Stück. Ich hätte gern noch mal so eine. Es tut mir sehr leid. Eine muss ich kaufen. Sonst fühle ich mich unwohl. Was haben wir noch im Lager? Das da, ne? Aber wir haben nicht wirklich Muni dafür. Gut. So, wie sieht's denn jetzt aus? Das hat nur noch 3 Munition. Dann tauschen wir das einfach wieder aus. Da bräuchte ich jetzt eine Bank für das Upgrade. Aber das... Ich habe ja eh gerade nichts. Keine Bank. Wir hatten eben eine Bank. Aber wer weiß denn, wie lange das her ist? Die war da, ne? Die war da. Ich muss einfach nur wieder kurz zurück... Moment. Wir gehen kurz zur Bank. Das ist so das Letzte, was ich hier noch mache. Wir gehen kurz zur Bank. Gucken uns das Upgrade an. Dann haben wir es für die heutige Folge auch schon wieder geschafft. Yay! Wir haben einen Knoten. Können wir den jetzt... Oh, wir kommen halt... Was kann das? Nahkampfangriffe können Gegner zu Boden werfen. Ich würde halt echt gern dahin kommen noch. Mir egal. Plasmakarte Munition ist am billigsten. Da kann ich mich noch so halb tot mitkaufen, wenn es dann... Wenn ich muss. Aber... Dann haben wir es hier wieder geschafft. In der nächsten Folge fahren wir die Antenne hoffentlich aus. Und schaffen es, noch Schlimmeres zu verhindern. Ich danke hier wieder fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Tschüssi!